Hallo, mein Name ist Frank Goldammer. Ich bin hier auf der Frankfurter Buchmesse und ich bin ein ganz kleines bisschen aufgeregt, weil heute erscheint mein neues Buch, 1000 Teufel. Der zweite Teil aus der Reihe mit Max Heller. 1000 Teufel spielt im Winter 1947. Es ist sehr kalt in Dresden, es herrscht Hunger und Not, Krankheiten. Max Heller ist mittlerweile Oberkommissar der Deutschen Volkspolizei, neu gegründet 1946, wird zu einem Todesfall gerufen. Ein sowjetischer Offizier wird tot aufgefunden und es stellt sich bald heraus, es gibt noch mehrere sowjetische tote sowjetische Offiziere. Und die Sowjets aber, die hindern Max Heller an den Ermittlungsarbeiten. Also die wollen gar nicht, dass er sich da einmischt. Und Max Heller will sich erst damit abfinden, weil er kennt die Methoden schon. Dann findet er aber an einem der Tatorte einen Rucksack und als er den öffnet, findet er einen abgetrennten Männerkopf darin. Und da setzt dann doch seine Ermittlungsarbeit wieder ein. Also ich hoffe, ich habe mit dem Angstmann sehr gute, sehr, sehr positive Resonanz hat mich erreicht und ich hoffe, ich kann mit dem 1000 Teufel daran wieder anknüpfen. Vielen Dank.